Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Enigmatis 3, der Schatten von Kalakala oder so ähnlich. Wir müssen jetzt unsere Wunde verarzten. Die freundliche Dame hier, die im Dorf übrigens überhaupt nicht willkommen ist, hat uns schon gesagt, dass wir das jetzt tun sollen. Und beim letzten Mal haben wir auch alles zusammengekratzt, was dafür notwendig ist. Das Wichtigste natürlich erstmal ein bisschen Alkohol, ein bisschen zum Desinfizieren und ein bisschen fürs private Vergnügen. So viel Zeit muss ja sein. So, aber meiner Meinung nach fehlt hier immer noch ein bisschen Binnenfaden. Got everything ready? No. Well, then set it up. I found some antibiotics we can use. Ja, mir ist noch nicht ganz klar, was jetzt hier zu tun ist. Und wie hier überhaupt irgendwas zu tun ist. Offenbar sind wir doch noch nicht ganz fertig. Irgendwas scheint noch zu fehlen. Ja, und jetzt kriegst du ihn nämlich nicht mal runter, ja, habe ich doch gesagt. Schlau. Schlau. Ja, genau, zufällig ist der auch... Ja, genau. Zufällig ist die Zange genauso groß wie der Stein. So, und jetzt wird gebügelt. Nein, lass doch mal die olle Kamelle hier. So, jetzt haben wir unsere Bandagen. Wunderbar. So, jetzt haben wir das. I think we have all we need. Show me your arm. I'll put in the stitches. Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann, also ich möchte jetzt eigentlich keine Fremden an mich heranlassen. Ja, ich bin sehr schüchtern. About a week ago, a professor joined our expedition. He was kind of strange and obsessed about this portal we found. One day, he went completely mad. I have no idea why, but... Oh, you won't believe me. He summoned that beast. It killed everybody. I'm only alive because I wasn't there. But I saw everything. Then I came here for help. But when I got here, the village was deserted. Is this the man? Yes! Do you know him? More than I'd like to. Do you know where he could be now? In the monastery, I guess. Trying to open the portal. But it won't be easy to get up there. The bridge we took collapsed. I can help you get there if you want. Yeah, I have to get to the radio in the camp anyway. Okay. Now the bandage looks fine. Let's see if we can find another way up that mountain. Aufgabe gelöst, behandle deine Wunde. Endlich, was für ein Achievement. So, der Preacher ist wieder da, hat die halbe Expedition gekillt. Naja, eigentlich 90% davon. Nur sie ist natürlich zufällig als einzige Überlebende da gewesen, aber... Ja. Ist okay. Neue Aufgabe, repariere die Seilbahn. Neue Aufgabe, repariere die Tretmühle. Auch das noch. Ja, meine Liebe, ist ja schön, aber du willst mir nicht mal sagen, was du mit der Säure vorhast. So kann ich nicht arbeiten. Genau, gib mir mal diese Murmel da. Wird schon für irgendwas gut sein. Es gibt hier gerade auch nicht viel zum Auswählen. Wo soll ich denn jetzt hin, meine Herren? Vielleicht gibt es ja hier noch eine Möglichkeit. Was das hier soll, weiß ich nicht. Okay, Szenerie. Nee. Nee. Okay. Tipp, sag mal. Hä? Ja, es ist leer. Ach, Alkohol. Schön. Und jetzt?
Bisschen Brandstiftung? Na du. Ja, jetzt hast du ein brennendes Feuerzeug, nicht mal das reicht dir. Also hier müssen offenbar noch Dinge gemacht werden. Kann ja wohl nicht wahr sein. Bitte was? Das Wetter ist zu schlecht! Okay. Wie viel besser soll das Wetter denn noch werden, meine Liebe? Was stimmt mit dir nicht? Komm, fackel diese scheiß Kinderzeichnungen ab. Kann ja wohl nicht wahr sein. Die braucht doch eh keiner. Tipp, ich verstehe immer noch nicht, was von mir verlangt ist. Die drücken sich immer alle so undeutlich aus. Die sind immer so umständlich in ihren Beschreibungen. Okay, es gibt... Okay, da hinten kann ich jetzt auch nicht mehr hin. Fong, find a jacket. We're leaving soon. Pipette? Ah! Gut, wen oder was wollen wir jetzt wegätzen? So. Will sie das darauf verwenden? Nein. Oder will sie die Kette wegätzen? Nein. Gut, dann doch das Schloss. So, jetzt weg. Los, rein da. Neue Aufgabe, repariere den Mühlenmechanismus. Ja, also so schnell geht es wohl dann doch noch nicht vorwärts. Ich habe mich fatalst geirrt. Na, jetzt ist es kaputt gemacht. Toll. Oh oh, oh, scheiße. Mhm. Ja, ich mach mal, ne? Okay, Flasche, Hocker. Ein Stuhl soll hier noch sein. Es ist einfach unglaublich. Also diese Szenerien sind sowas von ausgefuchst. Da steckt wirklich sehr viel Arbeit hinter. Hä? Lila Sphäre? What? Und hier geht's gerade so viel zum Interagieren, das ist schon echt deprimierend. So, und auch die offensichtlichen Dinge, die finde ich nicht. So, jetzt brauchen wir einen Bohraufsatz. Was zum Geier ist das denn? Und was ist das? Also hier ein Achievement erreichen, sehe ich mittlerweile als absolut utopisch an. Ich verstehe überhaupt nicht, was das für Dinge sind. Okay, das Rad ist jetzt nutzlos geworden. Okay, brauche ich irgendwas zum Wasser auffangen? Nee. Und was soll damit jetzt passieren? Ah, muss. Mhm.
Also ich verstehe es hier wirklich nicht mehr. Ich bin komplett auf dem Schlauch. Soll ich schneiden? Naja, eine Minute gebe ich mir noch und dann schneide ich tatsächlich die ganze Szenerie raus. Weil so wird das überhaupt nichts. Ja, und jetzt? Was jetzt? Wo soll hier die Sphäre sein, die ich anmalen kann? Es fehlt nur noch ein Segel, ist schön, aber ich kann ja nicht mal irgendwas aufnehmen, was wie ein Segel ist. Okay, ich gebe auf. Also, ich schneide und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Und da geht es weiter. Wir haben einen Gürtel gefunden. Und damit wieder ein Objekt, was überhaupt nicht aufgetaucht ist. Sie sind zu weit oben, um sie näher zu betrachten. Kannst du nicht so weit nach oben gucken? Hast du Nackenprobleme? Dann sag Bescheid. Nee, vergiss es. Wenn du es nicht kannst, dann lass es einfach. Wenn man etwas nicht kann, dann sollte man einfach aufgeben. Noch mehr? Sag mal, du kriegst auch gar nicht genug, oder? Kannst du den Hals voll genug kriegen? So, hier, nimm das und das und nimm das da und nimm das. Oh nein. Weg damit. Noch viel mehr Kugeln fehlen. Jetzt. Sie kriegt den Stein nicht raus. Helft der armen Frau. Gut, dann gib auf. Ist hier noch ein Symbol? Etwas anderweitiges in der Art? Nein. Gut, dann gehen wir erstmal nach draußen. Denn ich habe gerade Besseres zu tun, liebe Mühle. Auch wenn du dir das nicht vorstellen kannst. Aber hier habe ich zum Beispiel einen Eimer, der mit mir kooperieren will. Hier habe ich ein Kettenglied, was mit mir kooperieren möchte. Ja, und jetzt? Was hat das jetzt gebracht? Hä? What? Okay. Nee, das macht ja auch überhaupt keinen Sinn. Boah, ich hasse sowas. Okay. So rum. Entferne den Müll, der das Rad. Okay, und wohin? Was soll denn dieses Spielchen? Na, hat sich auch ganz schön viel Scheiße angesammelt. Wohin denn? Willst du es kaputt machen? Was soll das werden? Hä? Es tut mir leid, aber diesen Scheiß kapiere ich gerade nicht.
Okay, muss ich das Fahrrad erst freiräumen? Oh Gott! Also jetzt übertreiben sie es aber wirklich. Es reicht. Tut mir leid, also das hat sich mir jetzt wirklich in keinster Weise erschlossen, was man da tun soll und wie. Und dafür ist mir meine Zeit auch zu schade. So, jetzt habe ich wenigstens einen vollen Eimer. So. Und jetzt müssen wir nämlich schon wieder aufhören. Denn das war schon wieder mit einer weiteren Ausgabe von Enigmates der 3. Immer noch im Dorf. Aber so langsam kommen die Ereignisse ins Rollen. Ich denke, wenn wir die Seilbahn irgendwann repariert haben, sind wir einen großen Schritt weiter. Aber erstmal müssen wir hier im Dorf noch ein bisschen aufräumen. Also, das werden wir dann beim nächsten Mal weitermachen. Bis dahin, dranbleiben und bis zum nächsten Mal.